Jungs, Otaku Front, Survival Camp. 3 Tage beginnt. Hier ist unser Schlafplatz. Den räumen wir gerade auf. So sieht das Ganze aus. Und dann treffen wir uns gleich wieder, wenn wir beim Aufbau sind, ne? Am Feuerholz suchen. Hier sind unnormal viele Mücken und Bremsen und ja, genau, unser Zelt steht mittlerweile und das zeige ich euch gleich mal. Jungs, Abend, wir haben Feuer hier und haben unser Heim endlich fertig aufgebaut. Da hinten ist der General, macht noch das Essen fertig. Und ja, jetzt heißt es erstmal ein bisschen ausruhen, chillen. Ich wollte auch noch Feuerholz holen. Ja. Haben wir jetzt erstmal für die Nacht genug. Und ja, mal sehen, ob wir uns irgendwie noch ein paar Punkte verdienen oder uns vorbereiten. Genau, das System der Punkte können wir mal kurz hier gemütlich am Feuer erklären. Das Feuer muss mit auf dem Bild sein, so. Das Kleine. Also, man kriegt jeden Tag ziehen wir eine neue Quest oder alle 6 Stunden, besser gesagt. Da gibt es eine Aufgabe drauf und eine Punktzahl. Wenn wir die Aufgabe erledigen, kriegen wir die Punkte. Für die Punkte können wir uns dann Essen kaufen. Und es gibt einen Shop, den haben wir auf dem Zettel geschrieben. Und jedes bisschen Essen kostet uns Punkte. Beispielsweise, ich war jetzt Feuerholz sammeln, habe ich mir 10 Punkte verdient. Im Shop kann ich mir davon jetzt eine Dattel kaufen. Weil der General allerdings eine Ereigniskarte gezogen hat, wo uns alles im Shop 5 Punkte teuer gemacht wird, haben wir heute den ganzen Tag alles 5 Punkte teurer und somit kann ich mir nichts leisten. Das heißt, wir gehen heute Abend komplett ohne Essen, schlafen oder wir finden noch irgendwas Essbares. Ich mache mich gleich mal auf die Suche. Ich suche nach Brennnesseln. Und Brennnesseln will der General suchen. Mal gucken, wir probieren einfach mal alles aus. Jungs, wir haben jetzt ein gutes Feuer und hier, sieht man das? Ja, sieht man. Das sind schöne geröstete Kellerasseln. Und die werden wir uns erstmal schön reinpfeifen hier. Eiweiß pur. Ja, wir haben ja leider nicht geschafft, heute das große Essen zu verdienen und deswegen mussten wir uns anders helfen. Aber wir haben jetzt geröstete Kellerasseln über improvisierten Grillrost. Wir haben einen Schatz gefunden. Getreide, überall. Davon holen wir uns jetzt erstmal ein bisschen was, rösten das und gucken, ob man das essen kann. So, man sieht jetzt zwar gar nichts mehr, aber es ist jetzt Bettgehzeit. Wir vermuten, dass es um die 22 Uhr ist. Und ja, wir sind echt fertig vom ganzen Aufbau und so weiter und so fort. Waren gerade noch auf Essenssuche, haben ein bisschen Weizen gefunden. Und das probieren wir jetzt gleich nochmal kurz zu rösten. Und mal gucken, wie das schmeckt. Naja, und sonst gehen wir jetzt pennen. Jungs, es ist mittlerweile schon Mittag, wir haben eine Zeit lang nichts gefilmt. Wir waren sind heute Morgen aufgewacht, hatten die ganze Nacht fast keinen Schlaf, fix und fertig. Dann haben wir uns auf die Suche nach ein paar Ästen gemacht, du warst da drüben, ich und Yoshi. Und ja, wir wollen daraus jetzt so eine Art Betten bauen. Und wir waren schon, haben einmal den See überquert, den Eggenstädter See, sind dann ja, jetzt völlig fertig und pennen gerade wieder, machen gerade Mittagsschlaf. Jungs, wir haben Besuch bekommen. Das war von diesen beiden Mädchen. Wir haben uns schon eine Taktik ausgedacht, kochen gerade Wasser ab in so einer Dose, damit wir wieder was zu trinken haben. Da ist Philipp, spielt mit seinem Gegenstand. Das hier ist auch das erste. Sehr nützlich. Ja, genau, das ist jetzt mittlerweile drin, haben wir umgefüllt. Und jetzt gehen wir gleich eiskalt einfach nochmal zum Eggenstädter See und gehen nochmal baden, weil es einfach viel zu heiß ist und alles voller Dreck und sonst was. Ey, Cousin, sag was. Hm? Jo, es geht. Machen wir unsere Klamotten sauber. Und mal wieder ist es soweit. Ein weiterer Tag ist rum. Gehen jetzt alle schlafen. Fix und fertig. Und ja, die Leute liegen schon. Sieht man wahrscheinlich gar nicht, aber das Feuer reicht ja. Schön genug. Naja, und morgen ist dann der letzte Tag. Müssen wir noch ein bisschen durchhalten. Alles abbauen und dann geht's los. Mal gucken, ob wir uns vielleicht später nochmal hören, wenn es dann gewittert. Soll heute nämlich um 0 Uhr losgehen. Ich bin mal gespannt, was wir noch alles so erleben werden.
Moin! Ja, wie man sieht, wir sind am Abbauen. Und wenn wir fertig sind, dann futtern wir noch ein bisschen was, die Reste vertilgen. Und dann geht es auch schon wieder ab nach Hause. Wir sind ein bisschen geschunden von den Mücken. Ja, das war's von mir. Man sieht sich.